Grenze schließen, während sich die Verderbnis noch immer ausbreitet. Vergiss so. Ich war selbst schuld. Ich hätte dort nicht sein dürfen. Urmutter, läutere die Maschine. Das heißt, wir ignorieren die Hauptquest jetzt gerade. Ein Ründchen. Und gehen mal jagen. Land. Neugierde ist für Träume. Jetzt haben sie das Tal abgeriegelt. Nicht für Krieger. Wunderbar. Die Grenze zu den Karja ist abgeriegelt. Früher hätte ich mich über diese Nachricht gefreut. Regeln der Stammeltern. So. Was haben wir da? Ein Waschbär, sehr gut. Waschbär brauchen wir. Er vor oder hinter dem Felsen? Vor. Erwischt. Ein bisschen aufpassen, weil hier überall die Läufer sind. Ich habe noch ein Tier gehört. Dachte ich. Ich dachte, ich hätte gerade noch einen Truthahn gehört. Da haben wir ein Schweinchen und... Ah, Kaninchen, sehr gut. Kaninchen brauchen wir nämlich auch einige. Und das noch ein Waschbär. Waschbärknochen, sehr gut. René, hi. Guten Abend. Das ist ein Fuchs. Noch ein Fuchs. Und ein Wildschwein. Ich hätte gerne beide, aber die stehen ein bisschen dicht beieinander. Die erwische ich bestimmt nicht beide gleichzeitig. Tue ich doch. So, wo sind die Kaninchen, die ich gerade gesehen habe? Bisher läuft es sehr gut, René. Sehr, sehr gut. Wir sind in der Hauptquest auf jeden Fall weitergekommen. Und jetzt farmen wir ein bisschen Rohstoffe, damit wir unsere Vorratsbeutel ein bisschen besser... Das hält sich. ...aufstocken können. Moment, die können wir doch jetzt auch überbrücken, ne? Probieren wir das doch mal aus. Hi. Was tut er? Können wir auf ihm reiten? Nein. Okay, reiten können wir nur auf den Läufern anscheinend. Aber er passt jetzt ein bisschen für uns auf. Ein Fuchs. Toter. Kann nicht. Erwischt. Hauptquest befriedigend? Ja, bisher. Bisher sind wir da ganz gut mit klargekommen. Ah, toll, fettes Fleisch. Wir brauchen, glaube ich, Kaninchenknochen. Das ist eine zerstörte Maschine. Ist er da gerade drauf losgegangen? Vermutlich. Hm.
Gehe ich in meine Lockposition. Alles klar, viel Spaß. Da. Aber hinterm Felsen, den erwischen wir von hier nicht. Aber von hier vielleicht. Unterhalb des Pfeils. Hör mal auf zu hoppeln. Erwischt. Da ist noch ein Fuchs. Erwischt. Okay. Ja, der ist grün. Da sind die Chancen ganz gut, dass er Knochen dabei hat. Ja, sehr gut. Da ist noch ein Kaninchen. Natürlich ein bisschen blöd direkt... Nein, beim Graser. Das ist ein bisschen suboptimal. Erstmal bist du von 59 durch Wildtierkills. Ja, nee, ganz so extrem nicht. Wäre halt schön, wenn wir die ganzen Beutel, vor allem den Trankbeutel, schon auf Maximum hätten. In den Popo. Black Dad, hi, guten Abend. So, da haben wir noch Schweinchen. Oh, ein Truthahn. Und sogar mit blauer Ressource. Truthahnhaus. Oh nein, da läuft ein Schwein weg. Hat ihm nicht geholfen. Oh, hier sind aber einige. Einige Tierchen unterwegs. Was ich mich gerade frage, ob die Tageszeit einen Einfluss darauf hat, wie viele Tiere unterwegs sind. Da lief ein Schwein weg, genau. Ich muss mir ganz dringend was zu essen, sonst knabber ich meinen Laptop an. Dann einen guten Hunger. Hab da bisher nichts festgestellt. Ja, kann auch von der Gegend abhängig sein. Nützlich, ne? Für eine alte Rezeptur. Aber möglich wäre es ja. Aber die sind erstmal uninteressant. Hm, ich höre einen Fuchs. Nein, ein Waschbär. Noch viel besser. Komm da raus.
Sichtweite vom Jäger. Ach, komm schon. Mist. So. Erledigt. Okay. Wie schön sie ihn halt dann auch im Stehen plündert. Darwin, vielen Dank fürs Follow. Mach's dir gemütlich im Fuchsbau. Dankeschön. Nee, Davinia, ne? Oder Darwin? Sag mir, wie ich dich nennen soll. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Follow. Mach's dir gemütlich. Noch ein Waschbär? Nein, ein Fuchs. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das Schweinchen würde ich auch gerne mitnehmen. Die Höhe müsste passen. Ah Mist, das hat den Fuchs verschreckt. Okay. Aber den Totan haben wir noch erwischt. Oh, kommst du gerade auf uns zu? Oder läufst du von uns weg? Ah, ich glaube, er läuft weg. Das Wildschwein. Oh, sehr gut, die haben alle Häute dabei. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich die alle so aus der Distanz erledige, dann vergesse ich, wo die rumlagen. In der Küche. So, ich würde sagen, dann gucken wir jetzt mal, was wir daraus schon basteln können. Wenn ich das letzte Wildschwein noch wiederfinde. Wo war das? Da. Okay. Fuchs, Hase haben wir alles noch in der Umgebung. Ah, vielleicht nehmen wir die zwar noch mit. So. Sehr gut, er hatte noch eine Fuchshaut. Ich glaube, ich könnte ewig so weitermachen, wenn ich sage, wir machen nur noch eben die, die hier in der Gegend rumlaufen. Ich gucke jetzt mal, was wir basteln können. Lisa mordet ihre Mitwirbsel. Ich muss. Ich brauche halt die Ressourcen. So, herstellen. Nee. Tragekapazität. Wir brauchen immer noch einen Kaninchenknochen. Immer noch Fischgräten. Da konnten wir nichts mehr machen. Wir können Modifikationen. Okay, den konnten wir vorher auch schon. Stolperfallen können wir machen. Jägerbogenköcher, das ist natürlich cool.
Der ist auf Maximum. Den hätte ich halt gerne höher, aber da brauchen wir noch eine Waschbärhaut für. Waschbärhaut. Okay, das heißt, wir werden erstmal den Jägerbogenköcher auf jeden Fall noch aufstocken. Und haben ihn damit auf Maximum. Sehr gut. Na komm, dann machen wir den auch schon direkt auf Maximum. Trankbeutel. Wir brauchen unbedingt noch eine Waschbärhaut. Okay. Dieser ist so viel bei uns, deswegen knallt er jetzt einen nach dem anderen von uns ab. Was? Zimti, hi, guten Abend. Fertigkeit? Oh ja, ja, sorry, wollte ich dir zeigen. Ich habe bisher mich noch nicht so richtig auf einen Baum festgelegt. Ich habe hier bei Jäger die ersten 6 schon mal gemacht. Also hier mit stiller Schlag, Schlag von oben. Dann halt diese, dass ich auch vom Seil aus treffen kann. Stille Landung und unauffällig. Alles so, was so ein bisschen auf Sneaky geht und wo ich halt heimliche Schläge verteilen kann und so. Ich glaube, ich werde hier Schlag von unten noch dazu nehmen. Eventuell den Anführerschlag, weiß ich noch nicht. Das ist natürlich auch nicht schlecht, weil die beiden halt den Schaden hochpushen. Hier weiß ich noch nicht. Das ist aber wahrscheinlich, das würde mir wahrscheinlich sehr in die Karten spielen, mit so einer langen Ausweichrolle. Müsste ich mir auch überlegen. Bin halt hier auf Konzentration gegangen mit dem Zeitverlangsamen, kritische Treffer und Präzision. Hier weiß ich noch gar nicht, in welche Richtung ich weitergehe. Also den werde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Es sei denn, ich brauche ihn, um hier unten irgendwas, ne, wenn ich hier unten irgendwas noch dazu nehmen möchte später. Weil Schwerlastträger, ich weiß nicht. Vielleicht nehme ich den mit, weil ich zu schnell laden noch gehe. Muss ich mal gucken. Und bei Sammler habe ich bisher halt den Lockruf, dass ich die anlocken kann aus Verstecken. Heiler und Kräuterkenner. Und den Rest weiß ich noch nicht. Ich würde gerne irgendwie bei Zeiten hier Bastler dazu nehmen, dass man halt nicht immer alles verwerten oder alles zerstört, was man raussockelt. Aber das braucht halt alles noch recht viele Punkte. Muss ich mal gucken. Immerhin kommen wir alle über Isas Kamin. Wollte nur ein Bild machen. Glaube, du hast Ahnung davon. Na, ob ich so Ahnung davon habe? Ich mache das halt alles so ein bisschen nach Gefühl, nach Gutdünken. Ich glaube, dass die Skillung gar nicht so verkehrt ist, wenn man so ein bisschen auf heimlich bisher geht. So, wir brauchen Waschbären. Wir brauchen unbedingt Waschbären. Und Kaninchen. Und Fische. Fische sind ja mein persönlicher Horror zum Fangen. Weil man die nie aus den Flüssen wieder rauskriegt. Was liegt da noch rum? Ein zerstörter Wächter. Waschbären, habe ich halt das Gefühl, sind extrem selten. Im Vergleich zu den anderen Tieren. Was ist das? Ha. Da. Du entkommst uns nicht. Oh. Oh, da ist noch einer. Scheiße, habe ich nicht erwischt. Ich habe auf Verdacht geschossen. Kacke. Der ist ein bisschen schneller, als ich ihn kalkuliert hatte. Den linken Baumeilkrieger müsstest du eigentlich nehmen, weil du viel mit Bogen machst. Ja, ich weiß. Ich weiß eigentlich, ja. So, wo bist du? Irgendwo da vorne. Kommst du uns entgegen? Das ist aber nett. Ah, Mist, der hatte nichts dabei. Schweinchen. Fuchs. Truthahn. Wo ist der Waschbär von eben? Der ist irgendwo da in die Richtung gelaufen. Gehen wir mal gucken. Warum markierst du die Tiere Gegner nicht? Ja, mache ich ja. Teilweise. Nicht alle, aber teilweise. Aber wenn der so schnell losläuft, ist das auch mit dem Markieren dann schwierig. Deswegen, ich hatte gedacht, vielleicht erwische ich ihn. Habe ich halt nicht, aber naja. Dort. Was ist da noch? Ein Kaninchen. So, du bist gerade hinterm Baum, korrekt? Das müsste passen. Dann können wir nämlich, wenn es nichts gemerkt hat, das Kaninchen noch mitnehmen.
Können wir. Lauf, Füchslein, lauf. Alekin, hi. Guten Abend. Isa soll auf Tiere Gegner pinkeln. So machen das halt echte Füchse, wenn sie ihre Revier abstecken. Ja. Leck. Immer noch? Meine Vorschau sagt, es läuft flüssig. Muss morgen um 3 raus. Oh Gott, um 3 raus. Alles klar, Medfi. Dann schlaf schön. Schweinchen. Geht wieder. Okay, sehr gut. Oh, noch einer. Vielleicht sind die doch nicht so selten. Man muss einfach nur die richtige Position finden, wo ganz viele sind. Waschbärhaut, jawohl. Da ist sie. Welcher war das jetzt? Trankbeutel, ne? Ja. Keine weiteren Upgrades. Okay, den haben wir auch schon auf Maximum. Keine Upgrades, keine Upgrades. Stolperfallen könnten wir jetzt upgraden. Keine Upgrades, keine Upgrades. Dann könnten wir halt, dafür brauchen wir halt Fischgräten. Fischgräten und Kaninchenknochen bräuchten wir dann noch. Und Wildschweinhaut. Und verflucht viel andere... Ach du großer Gott. Für Stolperfallen-Munitionsbeutel braucht man aber echt viel Zeug. Aber Moment, Moment. Wir hatten doch vorhin noch Kisten bekommen, oder? Ach, guck mal. Reinholz schon mal. Aber in diesen Taschen sind halt leider keine Tierhäute drin. Okay. Alles klar, Tim. Viel Glück. Hast du mal versucht, mehrere Tiere zu markieren? Hab das jetzt nicht gesehen. Nee, habe ich bisher nicht. Ich habe bisher normalerweise immer nur eins markiert, damit ich den Überblick nicht verliere. So, heißt, wir brauchen Kaninchen auf jeden Fall. Moment, ich muss gerade nochmal nachgucken, was wir brauchten. Kaninchen und Fischgräte, weiß ich. Und Wildschwein, Kaninchen, Gräte, Wildschweinhaut. Okay. Also Kaninchen und Wildschweine brauchen wir jetzt. Mist. Wow, den habe ich überhaupt nicht erwischt. Naja, okay, wenn der schon so bereitwillig vor uns steht, wa? Nehmen wir den auch mit. Ich lenk mich immer ab. 20 Minuten Pause, bis ich fertig bin. Na, wir haben da eben erst Pause gemacht. Ah, Kaninchen. Ne? Und Wildschwein. Und Waschbär. Ich kann sie tatsächlich alle markieren. Heißt, fürs Wildschwein brauchen wir Feuer. Für den Waschbären brauchen wir den normalen Pfeil. Und dann brauchen wir noch die Kaninchen. Nein! Shit, ich bin zu nah dran. Trotzdem erwischt. Und trotzdem erwischt.
Sieht aber schlecht aus, ist alles weiß. Und dann ist da ja meistens nichts Spannendes drin. Leckt nur bei mir. Jetzt geht's wieder. Also bei mir auf der Vorschau läuft gerade alles fluffig. Ah toll, jetzt finden wir Waschbär heute. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche. Karnickel. Oh, da liegt noch irgendwo ein totes Wildschwein. Na, du bist ja mutig. Mist. Es ist weg. Ich hab's doch gerade gesehen. Wo ist es hin? Da ist ein Waschbär. Aber hier war doch eben noch ein Kaninchen. Merkwürdig. Irgendwas läuft gerade nicht rund. Spiel leckt, ist er nicht. Meine Vorschau sieht gut aus. Wie sieht es denn beim Rest aus? Leckt bei euch das Spiel auch? Und schon wieder flüssig. Das ist merkwürdig. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz zur Sicherheit. Einmal raus. Ah, Mist, da war ein Kaninchen. Nein. Wow, es ist über den Pfeil drüber gesprungen. Kein Glück gerade. Wildschwein. Plünderer. Oh, da hinten kommen schon Plünderer. Da müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Oh, hi. Oh, wow. Wow. Wenn es direkt vor mir steht, treffe ich es nicht. Knochen. Ich brauche aber die Häute. Ganz kurz habe ich die Lecks auch. Habt ihr das die ganze Zeit zwischendurch kurzzeitig, dass es leckt? Oder war das jetzt nur so die letzten 5 Minuten? Hi Zwerge, guten Abend. Habe ich es jetzt getroffen? Nee, nur die letzten Minuten. Okay. Ich glaube, ich habe den Baum getroffen, nicht das Schwein. Ja, weil das Schwein ganz unten steht. Ja, dann wundert mich das nicht. Was haben wir hier noch? Waschbär. Zerstörter Wächter. Hm.
Wahrscheinlich sind die Lags eingebaut und tauchen erst nach 2 Stunden Zocken auf länger, weil die PS4 nicht gestört werden. Ne, gestern lief es ja, bis auf die 2-3 Mal, wo wir rausskippen mussten, permanent rund. Auch bei 5 Stunden waren es, glaube ich, ne? Truthahn. Eine Ratte dahinter. Was ist das? Truthahn. Ratte. Oben im Wald war ergiebiger, ne? Fuchs, vielen Dank fürs Follow. Machst du gemütlich im Fuchsbau. Vielen, vielen Dank. So. Schweinchen. Truthahn brauchen wir nicht gerade. Ich finde die ganze Zeit nur die Knochen. Ich brauche die heute. Kein Nickel. Oh, bleib stehen. Hast du uns gesehen? Ich glaube, es hat uns gesehen. Es haut ab. Oh, das ist blau. Das könnte. Ja, sehr gut. Oh, hi. Gonzo, guten Abend. So, schauen wir nochmal. Reicht da ein Kaninchen schon? Oh nein, da brauchen wir die Knochen, ernsthaft. Da brauchen wir nicht die Haut. Wildschweinhaut haben wir auch noch keine. so ein Mist. Ich finde gerade immer das Verkehrte, leider. Nur Truthähne hier. Die anderen Tiere haben wir alle schon ausgerottet. Da ist noch eins. Knochen. Einen immerhin. Wir brauchen 2. Truthahn. Irgendwie hat dieses Jagen so ein bisschen was Meditatives. Kaninchen. Na, Markiers. Naja, das hat nichts dabei. Oh, jetzt hakelt es. Jetzt habe ich es gerade gesehen, dass es in der Vorschau gehakelt hat. Machen wir nochmal den altbekannten Trick.
Jetzt fängt es gerade an zu ruckeln, ne? Das ist nicht gut. Ich schau mal gerade, wo das nächste... Nee, falsches Menü. Wo das nächste Lagerfeuer ist, dann speichere ich und dann starte ich die PlayStation nochmal neu. Also nicht wundern, es leckt jetzt gerade. Ich laufe nur zum Lagerfeuer. So. Ja, bitte. Jetzt läuft's wieder, oder was? Leckt es jetzt gerade bei euch, wo ich jetzt hier am Lagerfeuer bin? Jetzt jagen sie mich. Meine Vorschau sagt nein. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Gerade geht's wieder, okay. Merkwürdig. Muss man nicht verstehen, ne? Okay. Fangen wir an dieser Seite wieder an und suchen uns wieder. Obwohl, warte mal. Wir haben Wasser hier, ne? Wir könnten eigentlich gerade mal schnell ein paar Fische dann suchen gehen. Da sind nämlich direkt 3 Stück. Guck mal. Ah, stimmt, jetzt können wir 60 Pfeile tragen. Sehr gut. So. Oh, die ist schon mal grün. Das ist schon mal gut. Jawohl, direkt eine Gräte erwischt. Die anderen 2 haben vermutlich keine. Die sind weiß. Ja. Knochiges Fleisch. Patrizio, vielen Dank fürs Follow. Machst du gemütlich im Kurs vor. Dankeschön. Vielleicht Ökosystem ausrotten, Ruckler, dass sich das Spiel auffängt, wenn alle Tierarten aussterben. Etwas Wasser kann nicht schaden. Fische werden mir gerade lieber. Da ist einer, oder? Nein, sah nur so aus. Sind da wieder welche? Da ist einer, da ist einer. Und, na, da ist einer. Wo sind hier noch welche? Ach, das ist das Wildschwein, was sich spiegelt. Ja, Wildschwein brauchen wir auch, nehmen wir mit. Okay. Die anderen 2 sind gerade da hinten, okay. Machen wir gleich. Ziemlich nah an den Läufern. Schwimmt durch das Wasser, geht raus, dreht sich um, sieht das Wasser, sagt, etwas Wasser kann ich schaden. Ja, weißt du Bescheid. Schlaues Mädchen. So, guck mal, einer kommt uns schon entgegen, geschwommen. Hat aber keine Gräte dabei. Und einer ist verschwunden. Hm.
da hinten. Es wird dunkel. Nee, es regnet. Okay, Regen ist nicht ganz so schlimm, aber im dunklen Fischen gehen ist halt auch nicht so toll. Na, bleib hier. So, wir brauchen noch immer eine Grete. Da ist eine. Und da... Oh, blau. Aber Grete war, glaube ich, grün, ne? Hm. Ja, hier schweift Talisman. Alte, die Talismane. Ich brauche die Ressourcen. Schon wieder blau. Nein, bleib hier. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Oh Gott. Okay. Sonst sind hier gerade keine Fische mehr. Mist, ich brauche doch nur noch eine Grete.